Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einem kleinen Let's Play von Boom Beach. Ich wollte euch das mal zeigen, weil ich das jetzt auch seit einiger Zeit spiele. Noch nicht so lange, seit vier Wochen. Länger aber auch noch nicht. Das ist auch von Supercell. Das kennen wir ja von Clash of Clans. Und ja, Boom Beach arbeitet natürlich ähnlich. Die Jungs wissen und Mädels, wie man ein erfolgreiches Spiel produziert. Und ja, das ist mit Boom Beach tatsächlich auch möglich. Denn es hat mich in seinen Bann gezogen. Funktioniert ähnlich wie Clash of Clans, ist aber dann doch anders und stellenweise sogar besser. Aber fangen wir mal von vorne an. Wir sind ein Kommandant. Wir haben hier auf diesem einsamen Inselchen eine kleine Basis errichtet. Wir wehren uns gegen Feinde, die über diesen Strand kommen können. Und unsere Aufgabe ist es ebenso, mit diesen Landungsbooten andere Feinde anzugreifen und zu vernichten. Das ist unsere Basis. Die Basis ist im Moment auf Level 11. Um die aufzurüsten, muss ich erst in den nächsten Erfahrungslevel aufsteigen. In Level 27 nämlich. Dann bekomme ich ein paar neue Sachen, die ich bauen kann. Und ja, bekomme dadurch Erfahrungspunkte und natürlich mehr Trefferpunkte, ist klar. So, wir haben hier Ressourcengebäude. Das sind Wohnhäuser, die produzieren Geld. Geld, Geld, Geld. Inzwischen Level 6 und 7. Wir haben natürlich Steine, die hier produziert werden im Steinbruch. Klack, klack, klack. Da oben seht ihr es. Hier ist ein Steinlager. Und Holz haben wir auch im Sägewerk. 11.418. Auch das wird dazu gerechnet. Hier ist noch ein Holzlager. Eisen. Das ist die Eisenmine. Das habe ich gerade eben aus Versehen eingesammelt. Warum auch immer. Da sammle ich Eisen ein. Bom. Ist seltener. Habe ich natürlich am allerwenigsten von. Und ein Eisenlager habe ich auch. Ich glaube, es ist das hier, ne? Ja, genau. Ja, diese Sachen könnte ich natürlich jetzt alle aufpimpen, ne? Ja, Wohngebäude müsste ich, das kann ich erst aufpimpen, wenn ich mein Hauptquartier auf Level 13 verbessert habe. Das ist erst Level 11. Das heißt, da kann ich dann länger jetzt nichts machen. Ja, auch bei Boom Beach haben wir eine, Premium-Währung. Das sind Diamanten. Allerdings sind diese Diamanten hier auch gar nicht so schwer zu bekommen. Dazu erkläre ich euch gleich noch was. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen etwas, was wir machen können. Wir können irgendwas aufrüsten. Ja, ich möchte mehr Gold haben. Mehr Gold, Gold, Gold. Ich will mehr Gold. Deswegen baue ich noch hier ein Häuschen weiter aus. So, kostet mich 57.000 Holzstücke, 13.500 Steine und Eisen, das seht ihr. Ich kann das Ganze auch sofort machen lassen mit der Ingame-Währung für 228 Diamanten. Aber das ist es mir nicht wert. Da warten wir, zack, 4 Stunden. Ja, 4 Stunden warten wir. Hier gibt es nicht wie bei Clash of Clans mehrere Bauhütten, sondern ich kann wirklich nur ein Gebäude verbessern und muss dann warten. Man muss also noch mehr warten. Das ist lästig, aber so funktioniert das, ne? Dann haben wir hier Mangrovenbäume, die hier auf diesem schönen Atoll wachsen. Ihr seht schon, also am Anfang war das bis hierhin ungefähr. Ich habe mich da schon so ein bisschen reingefressen und kann das hier Stück für Stück entfernen. Was ich entfernen kann, richtet sich nach meinem Hauptquartierlevel. Also hier hinten haben wir zum Beispiel einen Mangrovenhain. Den kann ich erst entfernen, wenn ich mein Hauptquartier auf Level 13 aufgepimpt habe. Aber hier oben, ein Mangrovendickicht, das kann ich schon wegmachen. Kostet mich 12.000 Goldstücke. Das ist ganz schön viel. Dafür bekomme ich 3.000 Holzbretter. So, machen wir mal. Und dahinter versteckt sich ja noch ein Felsbrocken. Den machen wir auch mal weg. Oh, der ist zu groß. Dann machen wir ein paar Steine weg. So.
So funktioniert das. Das ist ganz nett. Irgendwann ist die Insel leer und dann ist es so. Aber den Großteil der Ressourcen ziehen wir natürlich hier aus unseren Ressourcengebäuden. Und hier von diesen Schiffchen. Diese Schiffchen, ja, super. Sammelt das irgendwie automatisch ein, wenn ich ranzoome. Diese Schiffchen kommen von anderen Inseln. Inseln, die ich befreit habe oder auf denen ich Ressourcen fabriziert bekomme, ne? Wo die da fabriziert werden. So, die kommen dann immer zu mir gefahren und liefern das ab. Ich bekomme sehr viel Geld. 23.000 im Moment, ja. Und jetzt fährt das Schiffchen wieder weg, wupp, 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 und sammelt neues Geld ein. Da kommen wir gleich auch noch zu. Da kommen wir gleich ebenfalls noch zu. So. Ich zeige euch mal, was ich noch hier so im Ort habe. Also komisch, immer wenn ich hier dran zoome, dann macht der Unfug. So. Wir haben hier eine Kaserne, beziehungsweise das Arsenal. In diesem Arsenal kann ich meine Truppen ausbilden, ne? Truppen, die die Gegner angreifen. Das hier sind die ersten Truppen, das sind die Fußtruppen, die Schützen. Die haben sehr wenig Trefferpunkte, sind ruckzuck tot. Und machen auch nicht so einen Riesenschaden, aber die treten in großer Menge auf, ne? Das ist ein riesen Bataillon an Menschen, die da losstürmen und für dich kämpfen. Und da macht es wirklich die Masse. Die kann ich nur mit Gold verbessern, alle. Und so gibt es verschiedene Einheiten. Das hier ist so ein Rambo-Typ, der hat sehr viele Trefferpunkte, dauert lange, bis er kaputt ist. Schaden hält sich in Grenzen, aber auch der ist nicht schlecht. Hier die Bazooka-Mädchen, aus der Ferne greifen die an, sind aber auch super schnell kaputt. Die haben nur 76 Trefferpunkte, einmal getroffen sind sie hinüber. Dann die hier und Panzer und da kommen allerlei Sachen hinzu. Eine Bombe, die man schmeißen kann. Artilleriefeuer, heißt es so? Ein Bombardement. Ein Medipack, das ich auf meine Truppen schmeißen kann. Das hier sind die Minen, die in meinem Dorf liegen, damit die Angreifer da schön drauf treten und kaputt gehen. Die hat richtig krassen Schaden. 1130 im Gegensatz zu denen hier mit 71. Ne? Also die machen richtig was kaputt. So, das ist zum Beispiel das. Dann haben wir die Radarantenne, die brauche ich, um neue Gebiete zu erkunden. Das zeige ich euch gleich auch noch. Das hier ist sehr interessant. Ich kann hier Statuen bauen. Ich bekomme, wenn ich andere Inseln überfalle oder befreie, bekomme ich hier so, ja, so Fragmente, Lebensfragmente, Eis, Magma und dunkle Fragmente. Und die kann ich dann benutzen, um Götzen, Wächter und Meisterwerke zu bauen. Diese Figuren haben verschiedene Eigenschaften, steigern die Produktion, Abwehranlagen, verstärken die Truppen und machen irgendwas anderes. Dabei sind die hier die dicksten, natürlich die besten. Die geben einem richtig Kasala. aber die sind natürlich auch am seltensten. Ihr seht, von den kleinsten habe ich sehr viele. Und da habe ich auch ein paar Statuen schon gebaut. Ach, näher kann ich nicht dran. Na gut. Zum Beispiel hier der Götze, der verstärkte die Trefferpunkte meiner Truppen im Außeneinsatz um 5%. Ist okay. Ich meine, Steinproduktion steigert sich hiermit um 9%. Ressourcen insgesamt plus 5%. Gold plus 8%. Steinproduktion plus 17%. Also nicht schlecht, aber gibt auch Besseres. So, dann haben wir hier Verteidigungsanlagen. Das kennen wir auch aus Clash of Clans. Hier diese, vor allem die Schützentürme, die sind sehr bekannt aus Clash of Clans. Aber die sind verdammt stark. Die machen relativ hohen Schaden. Die sollte man echt nicht außer Acht lassen. Kanonen, Mörser, kennen wir aus ähnlichen Spielen. Ein Flammenwerfer, der ist auch voll gemein. Ja, ihr seht schon, auf meine Abwehranlagen, hier habe ich noch nicht so viel Wert gelegt, die hochzupowern. Hier noch immer Level 6. Ich lege im Moment natürlich Wert darauf, meine Ressourcen zu erstellen. So, wir haben auch eine Schatzkammer. Auch interessant. Dadurch werden Ressourcen
geschützt, wenn ich überfallen werde. Also, wenn ich kaputt gehe und ausgeräubert werde, dann bleiben diese Sachen auf jeden Fall bestehen. Ist nett. Was haben wir denn hier noch? Ja, so viel gibt es jetzt hier eigentlich gar nicht, ne? Gut, das hier ist mein Kanonenboot. Wenn ich eine andere Insel angreife, kann ich erstmal mit dem Kanonenboot oder auch später Bomben feuern. Ja? Das Boot steht dann hier im Wasser und dann geht's piu, pow, und dann treffe ich da irgendwelche Gebäude und mache die schon mal kaputt. Das können wir uns auch direkt mal live angucken. Hier haben wir noch ein U-Boot. Damit kann ich tauchen gehen, nach Schätzen, um noch mehr Ressourcen zu sammeln. So, ich bin auch in einer... Sorry, in einer Art Clan. Wie heißt das denn hier nochmal? Das heißt bei mir, dieser Clan ist der Clan Deutschland. Ich hatte keine Ahnung, welchem Clan ich mich anschließen sollte. Kann man hier, kann man verschiedene Operationen mit denen machen. Müsst ihr selber mal ausprobieren. Das funktioniert jetzt nicht, weil gerade keine Operation läuft. Das heißt, im Team muss man dann hier total schwere Missionen machen, wo man irgendwie die Gegner kaputt macht. Und am Ende bekommt man dann Ressourcenbelohnungen. Das sind sie ja schon wieder. So. Das ist das hier. Die Basis kann ich dann wunderbar ausbauen, wie ich lustig bin. Und ja, irgendwann ist es dann soweit. Was haben wir denn hier? Ah, ein neues Update. Na gut. So, jetzt kommt aber das, was wirklich interessant ist und was richtig Abwechslung reinbringt. Und im Gegensatz zu Clash of Clans doch ein deutlich positiver Unterschied ist. Wir gehen mal hier auf die Landkarte. Hier ist die Heimatbasis. Da wohne ich. Ich bin Level 25. Auf diesem kleinen Inselchen hier, da sieht man das so ein bisschen. Das sind befreite Dörfer. Da waren mal Bösewichte, die habe ich platt gemacht. Und für jedes befreite Dorf, das ihr hier seht, bekomme ich 51 Gold pro Stunde. Und so habe ich mich im Laufe der Zeit ausgeweitet. Inzwischen ist die Map so groß. Ja. Weitere Gebiete kann ich freischalten. Hier mit... mit Gold. Ich habe natürlich im Moment nicht genug Gold, aber hier seht ihr dann, dieses Gebiet hier würde noch freigeschaltet werden. So, und das mache ich mit dieser Radarantenne in meiner Heimatbasis. Hier gibt es Juwelen immer mal wieder zu finden und auch gar nicht so selten. Ich bekomme außerdem Juwelen, wenn ich meine Basis oder ja doch meine Basis erfolgreich gegen Angreifer verteidige. Hier ist eine Ressourcenbasis. Wenn ich die befreie, dann bekomme ich erstmal das und bekomme pro Stunde 580 Steine dazu. Das ist nicht schlecht. Das muss ich aber auch erstmal schaffen. Ja. So, hier, das sind Tauchbasen. Da kannst du mit dem U-Boot tauchen. Zack, gebe ich 22.050 Goldstücke aus, bekomme ich auf jeden Fall 5 Diamanten, ein bisschen Steine und eine Überraschung. Aber ich habe im Moment keine Lust darauf. So, hier ist eine Ressourcenbasis. Das ist meine allererste Ressourcenbasis. Gucken wir uns die doch mal an. Das ist ein kleines Inselchen. Hier, was haben wir hier? Irgendein Stützpunkt. Hier wird ein bisschen Holz gemacht. Und das war's schon. Ziemlich billig. Kann man auch nicht weiter aufpimpen, weil es wird auch nie angegriffen. Jedes Mal, wenn die Ressourcenbasis angegriffen und erfolgreich übernommen wird, dann steigen hier die Abwehranlagen um ein Level. Dann wären Maschinengewehre Level 3 und irgendwann käme noch was dazu. Sodass du irgendwann hier ein richtiges Bataillon hast, was echt dein Land verteidigt. Aber das hier wird nicht angegriffen, wahrscheinlich weil das so eine Standard-Ressourcenbasis vom Anfang ist. Hier haben wir zum Beispiel eine, die habe ich schon ein paar Mal verteidigen müssen. Die hier unten, glaube ich. Naja. Ja gut, hier haben wir einen Raketenwerfer. Der ist übrigens ziemlich ätzend, also cool, aber auch sehr gefährlich. Ja, aber hier passiert sonst auch nicht so viel. Weiß nicht, warum das Teil da hinten steht. Auf meinen Ressourcenbasen kann ich die Verteidigungssachen frei bewegen.
was cool ist. Weiß nicht, warum das so weit weg steht. Da hinten geht ja keiner hin mit seinen Truppen. So, natürlich machen wir gleich als grünen Abschluss auch noch einen schönen Kampf. So, das hier war auch mal meine Ressourcenbasis. Die ist mir von Snake Eyes abgenommen worden. Hier ist noch eine weitere Ressourcenbasis. Ich denke, ihr habt es verstanden, ne? So. Hier oben kann ich sehen, wenn irgendwas Neues passiert ist. Hier habe ich zum Beispiel ein Dorf verloren. Aber das habe ich mir schon längst wiedergeholt. Ressourcenbasis verteidigt. Dorf verloren. Ich habe alle Dörfer inzwischen natürlich wieder. Außer die, wo hier ja eine Söldnerinvasion stattgefunden hat. Wo dann auch hier ein Level von dem Spieler angezeigt wird. Level 33. Da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Wir können uns das mal angucken. Wie es bei dem aussieht. So, der hat sich noch nicht besonders tief hier reingefressen. Das hier interessiert uns nicht. Wenn wir angreifen, kommen die nicht zum Einsatz. Aber was haben wir denn hier? Maschinengewehr, Level 12. Ziemlich fettes Teil. Einen fetten Flammenwerfer direkt vorne. Eine fette Kanone. Die hat auch schon Steinbruch. Ganz schön. Da wird schon schön gearbeitet. Ne? Also er hat hier schon viel, viel aufgepimpt. Könnte ich den angreifen mit Erfolg? Wohlgemerkt mit Erfolg. Wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Bekäme dafür 2 Siegpunkte. Hier, das sind diese. Die würden hier oben zu meinen dazu gerechnet. Achso, das ist von dem. Ich habe 141. Je nachdem, wie viel du hast, bekommst du auch noch eine Belohnung. Dann kommt noch ein Schiff und gibt dir was. Einmal in 24 Stunden. Und es kommt noch ein Schiff und gibt dir was, wenn du mit deinem Clan irgendwas erledigt hast. Ne? Eine Belohnung für ein erfolgreiches Absolvieren von irgendeiner Mission. So. Das hier, die Premium-Währung, kann man natürlich kaufen, ist klar. Aber man bekommt die auch relativ gut hier so. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwann meine Basis endlich mal aufpimpen kann, wenn ich Level 27 bin, vielleicht mache ich das auch direkt damit. Zack, zack, ist das erledigt. Denn wir kennen es von Clash of Clans. Auch hier wird mit der Geduld des Spielers gespielt. So, aber jetzt wollen wir noch einen Angriff machen. Hier ist zum Beispiel die Ressourcenbasis von General Sticky. Ach, die gehörte mal mir, das weiß ich genau. Ja, die habe ich hier nämlich auch alle so strategisch verteilt. Ja, inzwischen gehört sie leider nicht mehr mir, die Ressourcenbasis. Könnte ich versuchen, mal anzugreifen. Level 9 schon. Die Boomkanone, die ist richtig fies. Die ist richtig, richtig fies. Die hat auch einen großen Radius. Ich meine, ich hatte die Sachen ja auch alle so angeordnet, dass alle alles verteidigen fast. Das interessiert keinen. Ja. Werde ich es schaffen, mir das wiederzuholen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt keine Lust. Ich möchte lieber was machen, wo ich dann auch erfolgreich bin. Hier. Ha-ha-ha. Ist Level 21. Dann schauen wir doch mal, wie es bei ihm aussieht. So, hier ist das, wo wir hin müssen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Mörser sind natürlich kacke. Das heißt, am besten baller ich erstmal mich hier unten hinten in die Ecke und räume dann von hier hinten das Feld auf. Das machen wir auch, oder? Komm, wir probieren es. Sieht nicht so super aus. Irgendwie könnte ich hier ein bisschen mehr haben. Aber wir machen es jetzt mal. So, jetzt geht's rund. Wir zoomen mal ein bisschen. Und Da. Jetzt kommt der Panzer und jetzt wollen wir das hier direkt mal einsetzen. Zau! Damit werden die alle betäubt. Zack. Zack, zack. Und jetzt schicke ich die mit der Leuchtrakete alle hier in die Ecke. Schnell weg, Leute. Schnell weg. Damit werden die geheilt. Oh, hier die Mädchen natürlich noch. So, jetzt können die von hier hinten erstmal ein bisschen was kaputt machen. Für alles, was ich kaputt mache, bekomme ich
neue Münzen, mit denen ich angreifen kann. Oh, Mädels, 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 was macht ihr denn da hinten? Nein, jetzt sind sie kaputt. Die sind so dumm. Naja, man kann sie aber trotzdem ein bisschen ja steuern. So, kann ich den Panzer auch heilen? Na toll, der Panzer heilt sich ja gar nicht. Ah doch, so ein bisschen, ne? Naja, nicht wirklich. Oh, Mist, das ist eine Kanone. Macht die Kanone kaputt. Ja, ich glaube, Leute, das gibt keinen hier. Ich lose gerade ab. Komm, mach kaputt! So, und ja. Jetzt sind nur noch die beiden übrig. Der wird jetzt kaputt gemacht von dem. Ich habe jetzt nur noch den Panzer. Ah, doch, der zieht ihm aber doch ordentlich was ab. Wird von keinem hier erwischt. Das heißt, ich schaffe es noch auf billigste Weise, diesen Kampf jetzt zu gewinnen. Das ist cool. Warum schaffe ich es? Weil ich jetzt aus der Reichweite, außerhalb der Reichweite dieser ganzen anderen Sachen hier bin. Der Mörser kommt nicht bis hier hinten hin. Ich habe hier ein Plätzchen noch erreicht, womit ich in Ruhe den kaputt machen kann. Schaffe ich das noch in einer Minute 44 Sekunden? Knapp. Könnte es klappen, aber sehr knapp. So, dafür habe ich aber alle anderen Truppen verloren. Und dann sind die tot und ich muss mir die neu machen. Ein riesen Vorteil zu Clash of Clans. Die Truppen, die nicht kaputt sind, die kommen auch lebend wieder nach Hause. Das heißt, den Panzer, der übrigens viel Gold kostet, den muss ich dann nicht nochmal machen. Das könnte knapp nicht klappen hier, merke ich gerade. Die Zeit läuft unerbittlich runter. Ich spule mal ein bisschen vor. Noch 2 Sekunden. Na, das war aber mal krass, oder? Boah. Hab schon gedacht, ich müsste es nochmal machen. So, das ist meine Belohnung. 2 Siegesmedaillen und die ganzen Ressourcen. Hier, das ist eine Information. Das ist bei der Operation meiner Einsatzkommandos, kann ich das einsetzen, um irgendwelche Sachen zu sabotieren, um selber solche Operationen zu starten und so, aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich sammle das im Moment ein und gut ist. So, aber wir haben herbe Verluste einstecken müssen. Naja, dafür, zack, ist diese Insel befreit und ich bekomme auch dafür wieder Gold. Ja, und so macht man das dann hier. Und natürlich ist es auch so, dass meine Sachen auch wieder angegriffen werden im Laufe der Zeit und ich die Sachen verteidigen muss, die Inseln, sonst bekomme ich wenig Ressourcen. Übrigens hier, das ist ein Schreckensabschnitt. Hammermann, das ist der Hammerman. Das ist der Bösewicht, den man besiegen muss, immer mal wieder. Und der ist natürlich ziemlich hart auch, ne? Gucken wir uns mal an, wie es bei dem aussieht. Ja, genau. Das müssen wir kaputt machen. Und guck mal, was der hier, womit der einen empfängt. Mit diesem ganzen Geschisse hintereinander. Wapp, 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 wapp. Das würde ich im Moment nicht hinbekommen. Gegen die hier könnte ich bestimmt noch irgendwie kaputt machen, aber das hier, vor allem die Raketenwerfer, die machen einem das Leben zur Hölle. Das ist hart. Da, wo der schon mal war, mit einem niedrigeren Level, kommt von Zeit zu Zeit hier dieser Spinner. Und den kriege ich auch ganz gut besiegt. Aber auch nur so ein bisschen. Der taucht dann 7-mal auf dieser Insel. Immer mit neuen Waffen und so weiter, mit einer neuen Stärke. Und zu Level 2 oder 3 kriege ich den besiegt. Danach kriege ich es noch nicht hin. So, ich kann euch das jetzt auch nicht demonstrieren, weil ich ja keine Truppen mehr habe. Ne? Ja, das ist es. That's it.
Ich habe 201.000 Gold. Das heißt, wir können hier mal den nächsten Abschnitt freimachen. Zack. Eine neue Ressourcenbasis. Und ein neuer Mitspieler, den ich besiegen kann. Ressourcenbasis mit Fragezeichen. Höchstwahrscheinlich ziemlich hoch. Ach du Scheiße. Hier, guckt euch das an. Die ganzen Raketenwerfer, ey. Die sind so nervig. Ja, okay. Mal gucken, wann ich mich da dran traue. Jetzt geht's auf jeden Fall mal. Ja, erstmal wieder nach Hause. Die armen, armen Menschen wiederbeleben. So, einmal. Zweimal. Jetzt habe ich natürlich so viel Geld ausgegeben, gerade für das Freischalten dieser Gebiete, dass ich kaum noch genug Geld habe, um mir meine Truppen hier wieder herzustellen. Die Mädels sind auch nicht schlecht. Reicht das hier noch? 3600 brauche ich. Mist. Aber die haben mir die letzten Male auch gar nicht so viel gebracht. Ach, na gut, dann machen wir es doch mal. Zack. Da sind sie alle wieder. Die werden jetzt hergestellt. Ihr seht es ja hier. Auch das braucht wieder Zeit. Das ist wieder die übliche Verzögerungstaktik. Ich könnte das natürlich mit Diamanten beschleunigen. Aber so ein Hardcore-Player bin ich ja auch nicht. Ich habe viel Geduld und warte dann einfach ab. So, das ist Boom Beach. Macht doch Spaß. Hm? Schade, dass man auch hier wieder so warten muss, wie bei Clash of Clans. Aber irgendwie geht es dann doch ein bisschen zackiger voran. Vor allem ist es auch abwechslungsreicher. Du kannst ja auch einfach zwischendurch immer wieder angreifen. Das geht dann relativ schnell, dass die Truppen auch wieder da sind, nachdem die kaputt waren. Und du kannst ja versuchen, hier deine ganzen Gegner platt zu machen und dich immer weiter auszubreiten. Das ist cool. Das ist wirklich cool und macht Spaß. Das muss ich schon sagen. Ja, das war Boom Beach vom Killed Kaios. Ich wollte euch das mal zeigen. Bestimmt kennt es die meisten von euch sowieso. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.